Ja, unsere nächste Referentin ist Dr. Elke Tiesler-Marenda aus dem Referat Migration und Integration des Deutschen Caritasverbands. Elke Tiesler-Marenda studierte Rechtswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Nach dem zweiten Staatsexamen arbeitete sie als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für deutsche und bayerische Rechtsgeschichte und bürgerliches Recht an der Friedrich-Alexander-Universität und promovierte 2002 zur Geschichte des Einwanderungs- und Asylrechts. Seither folgten Veröffentlichungen insbesondere zum Ausländerrecht, Ausländersozialrecht und Antidiskriminierungsrecht. Seit 2001 ist Elke Tiesler-Marenda als Referentin für Rechtspolitik und Grundsatzfragen von Migration und Integration beim Deutschen Caritasverband beschäftigt. Das Thema Migration und Pflege bearbeitet sie bereits seit 2006, unter anderem im Rahmen eines Lehrauftrags an der Katholischen Hochschule Freiburg. Ja, Frau Tiesler-Marenda, herzlich willkommen. So, ich muss jetzt hier Multitasking gucken, dass ich mit diesem Gerät zurechtkomme und mit meinen Aufzeichnungen. Vielen Dank für die Einladung. Sie haben gesehen, ich habe das für mich jetzt mal so als Überschrift zusammengestellt. Fachkräftemangel, also ich rede noch nicht von Notstand, sondern erstmal nur vom Mangel. Und Arbeitskräfte aus dem Ausland. Sie haben gehört, ich beschäftige mich mit Migrationsfragen. Also vorhin haben wir gehört, wer hier keine Pflegefachfrau ist, ich bin auch keine Pflegefachfrau, sondern komme aus dem Migrationsbereich und habe mich diesem Thema vor allen Dingen erstmal unter der Frage angenähert, wie die Situation von Migrantinnen und Migranten und was wir auch schon gehört haben, natürlich vor allen Dingen von Migrantinnen ist, denn bei den Migranten ist es nicht anders als bei den Einheimischen auch. Der größte Teil der Pflegebeschäftigten sind Frauen. Arbeitskräfte aus dem Ausland, kommt hier also zusammen, was zusammen gehört. Es gibt ausländische Pflegekräfte in Deutschland, ein bisschen was weiß man auch über sie. 2010, das sind die letzten Zahlen, also die neuesten Zahlen, die ich finden konnte, lebten in Deutschland bei ca. 80 Millionen Menschen, um noch ein paar Zahlen zu nennen. Wie viele davon pflegebedürftig sind, haben wir gerade gehört. 70.000 im Ausland ausgebildete Pflegekräfte, das macht einen Anteil von 7,4%, liegt also unter dem Anteil an der Gesamtbevölkerung, um da mal einen Vergleich zu haben. Habe ich mir deswegen rausgesucht, weil Pflegebereich wird auch, wenn es um Zuwanderungsdebatten geht, immer gerne genannt als ein, wir brauchen mehr Zuwanderung, weil wir keinen Pflegenotstand haben. Bisher hat sich das noch nicht dahingehend bemerkbar gemacht, dass im Pflegebereich mehr Ausländer beschäftigt sind als in anderen Bereichen, sondern im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist der Anteil hier sogar geringer. Nicht wesentlich, aber er ist eben geringer. Für 2012 liegen noch keine Zahlen vor, für heute sowieso nicht. Man kann sich dem ein bisschen annähern. Es gab 2012 immerhin 1700 Berufsanerkennungen von Pflegefachkräften. Es gab 141 Arbeitsgenehmigungen für Pflegekräfte. Und es gab 519 Arbeitsgenehmigungen für sogenannte Haushaltshilfen. Das sind die Personen, die in einem Haushalt mit einem Pflegebedürftigen beschäftigt sind und den dort versorgen. Dieser Bereich Haushaltshilfen kam bei den vielen Zahlen, die wir vorhin gehört haben, noch nicht vor. Das ist der informelle Bereich. Also wenn wir jetzt mal die vorhin gehörten Zahlen zugrunde legen, wir haben ungefähr 900.000 Beschäftigte im Pflegebereich. Wir steuern auf eine, wenn man den hohen Anteil an Teilzeitkräften sieht, fast Verdoppelung zu. Das sind die Zahlen, was im Jahr 2012 dazu beigetragen wurde, diese Zahlen zu erreichen. Und das kann man jetzt nicht sagen, aber ja, die EU-Bürger, die werden ja gar nicht erfasst, die brauchen keine Arbeitsgenehmigung, aber die brauchen auch eine Berufsanerkennung. Also wenn wir von Fachkräften reden, sind bei diesen Berufsanerkennungen vor allen Dingen EU-Bürger und weniger Nicht-EU-Bürger dabei. Um die Zahlen noch ein bisschen zu komplettieren, es wird auch immer mal darüber nachgedacht, reicht denn die Zuwanderung auf absehbare Zeit aus dem EU-Raum, um diesem Pflegefachkräftemangel zu begegnen? Im Moment sind ungefähr
21.000 der Beschäftigten im Pflegebereich aus einem der mittelosteuropäischen Länder. Also auch ein verschwindend geringer Prozentsatz. Neben den offiziell oder formell Beschäftigten haben wir geschätzt 100 bis 150.000 unangemeldete Haushaltshilfen. Diese Zahl ist relativ konstant. Ich habe jetzt hier bewusst unangemeldete Haushaltshilfen hingeschrieben. Als ich mich erstmals damit befasst habe, waren es in einem großen Anteil auch noch Haushaltshilfen, die nicht nur unangemeldet waren, sondern unter dem Stichwort illegale liefen. Wir haben vorhin gehört, Polen als ein Land, aus dem viele von diesen Haushaltshilfen herkommen, ist inzwischen Europäische Union. Also geht es nicht mehr um die Frage der aufenthaltsrechtlichen oder ausländerrechtlichen Legalität, sondern nur um die Frage, sind das formelle Beschäftigungsverhältnisse oder ist es Schwarzarbeit? Die Zahlen der dort Beschäftigten sind aber unabhängig von dieser ausländerrechtlichen Frage relativ konstant, unter anderem, weil wir hier zu der Frage, die Sie angesprochen hatten, Bedarfe, Nachfrage, Versorgungslücken, eine relative konstante Ebene haben. Man muss sich auch eine unangemeldete Haushaltshilfe leisten können. Ne, auch ein geringer Lohn muss gezahlt werden. Auch eine schlecht untergebrachte Haushaltshilfe muss untergebracht werden. Also es gibt die, ich sage es mal, natürliche Begrenzung der Haushalte, die sich das überhaupt leisten können. Auch wenn nicht alles, das hat man im Eingangsfilm gehört, so ist, wie wir uns das vorstellen würden, auch wenn es eben vielleicht nur ein Stundenlohn von 2 Euro, ich habe mal runtergerechnet bei illegal Beschäftigten aus der Ukraine, die kommen noch nicht mal auf 2,50 Euro die Stunde, die kommen auf unter 1 Euro die Stunde. Aber auch das müssen sie bezahlen können. Und das kann eben nicht jeder pflegebedürftige Rentner oder jede pflegebedürftige Rentnerin. Und ich vermute, dass das der Grund ist, warum diese Zahl so relativ konstant ist. Der Pflegebereich, der Pflegeberuf wird seit einigen Jahren immer genannt, wenn es um die Frage geht, wir haben Arbeitskräftemangel in Deutschland zunehmend, wir haben Fachkräftemangel, kommt Pflege immer, deswegen kommt Pflege auch immer vor, bei den Aktivitäten der Bundesregierung etwas gegen diesen Fachkräftemangel zu tun. 2011 gab es eine Veröffentlichung zum Thema Fachkräfte, welche Strategie möchte die damalige Bundesregierung fahren. Ich vermute, die aktuelle hat da ähnliche Ideen. Und erstmals, seit ich mich mit Migrationsfragen beschäftige, kam ganz offiziell als ein Aspekt von den 5 Maßnahmen, die da vorgestellt wurden, auch Anwerbung aus dem Ausland. Also Fachkräfte nicht nur aus dem Erwerbspersonenpotenzial zu gewinnen, das es in Deutschland gibt, sondern eben auch gezielt anzuwerben. Das gilt für alle Fachkräfte, aber eben auch für Fachkräfte im Pflegebereich. Und es gilt, wir hatten es vorhin, Sie hatten nicht nur Fachkräfte angesprochen, sondern insgesamt Arbeitskräfte im Pflegebereich. Das gilt jetzt aber eben nur für die Fachkräfte. Wie die Versorgungslücke bei den Arbeitskräften im Pflegebereich, die nicht als Fachkräfte zu bezeichnen sind, geschlossen werden soll, dazu gibt es gar keine Strategie. 2012, passend zur Fachkräftestrategie, kam es zum Anerkennungsgesetz. Wie werden Berufe anerkannt? Auf diesem Anerkennungsgesetz beruht auch die Zahl von vorhin, die 1.700 anerkannten Pflegekräfte. Die sind bereits in diesem neuen Anerkennungsgesetz anerkannt worden. Neben diesen Fragen Berufsanerkennung, die bei Fachkräften eine Rolle spielt, man muss sie ja irgendwie auch anwerben, gehört zur Fachkräftestrategie eben auch gezielte Informationsveranstaltungen, die von der zentralen Arbeitsvermittlung, dafür steht ZAV, durchgeführt werden. Zuletzt vor allen Dingen in Spanien, Griechenland, Italien, Portugal. Also ich habe manchmal das Gefühl, die spanische Pflegekraft in Deutschland ist inzwischen der Prototyp einer angeworbenen Fachkraft. Zahlenmäßig sind auch diese spanischen Pflegekräfte in diesen 1.700 Anerkennungszahlen drin. Also da ist vielleicht die öffentliche Wahrnehmung und das, was real passiert, noch nicht so ganz im Einklang. Auch mit Fachkräfteanwerbung oder mit Arbeitskräfteanwerbung zu tun hat 2013 die Neufassung der Beschäftigungsverordnung. Viele von Ihnen werden das wissen, für die, die es nicht wissen,
In Deutschland dürfen Ausländer nur arbeiten, wenn ihnen das ausdrücklich erlaubt ist. Bei EU-Bürgern erwächst diese Erlaubnis sozusagen aus der Tatsache, dass sie EU-Bürger sind und damit freizügigkeitsberechtigt. Bei Nicht-EU-Bürgern brauche ich eine Aufenthaltserlaubnis, die die Erwerbstätigkeit ausdrücklich erlaubt. Und bis 2013 gab es gedacht eigentlich ein generelles Anwerbeverbot. Und von diesem generellen Verbot, als Ausländer in Deutschland zu arbeiten, gab es Ausnahmen, die in der Beschäftigungsverordnung zusammengefasst sind und immer bestimmte Berufsbereiche einbezogen haben, auf Wunsch der Wirtschaft, immer mal mit Nachbesserungen. Dann kamen mal die IT-Manager, die IT-Ingenieure rein, dann kamen mal Bauingenieure rein. Vor 10 Jahren kamen auch mal die Haushaltshilfen rein, also diejenigen, die in Haushalten helfen. Diese Beschäftigungsverordnung wurde neu gefasst und vereinfacht. Was das für die Pflege bedeutet, darauf komme ich gleich. Auch zur Anwerbung, auch für den Pflegebereich, das MOBI-PRO-Programm, von dem der eine oder andere vielleicht auch schon gehört hat. Dieses Programm leidet momentan unter seinem Erfolg. Für 2014 sind die Mittel bereits verplant. Und auch eine Möglichkeit, Arbeitskräfte für Deutschland anzuwerben, der Weg übers Internet, hier die offizielle Seite der Bundesrepublik, wo dafür geworben wird, in Deutschland berufstätig zu werden, makeitingermany.com. Also Anwerbung aus dem Nicht-EU-Ausland bedarf im Ausländerrecht einer Arbeitserlaubnispflicht. Das ist möglich bei Pflegekräften. Pflegekräfte sind ein Mangelberuf, das haben wir ja heute schon gelernt. Das steht auch in dem entsprechenden Anhang zur Beschäftigungsverordnung, dass für diesen Mangelberuf im Pflegefachkraft eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden darf und eine Arbeitserlaubnis erteilt werden darf, ohne dass vorher nochmal geprüft werden muss, ob denn genügend einheimische Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Also hier ist eine Anwerbung möglich. Bedacht werden muss, wenn man anwerben möchte, dass es auch noch eine sogenannte WHO-Liste gibt, also eine Anwerbung aus Ländern, die selber unter Pflegekraftmangel leiden, nicht aktiv stattfinden soll. Wir haben vorhin gehört, die Zunahme Pflegebedürftiger in anderen Ländern. China zum Beispiel ist momentan noch nicht auf der WHO-Liste. Man denkt auf den ersten Moment, wieso fängt die jetzt mit China an? Klar, ich werde noch mal drauf kommen, weil im Moment ein paar Chinesinnen auch in Deutschland pflegen. Milliarden Menschen leben in China, da wären doch wohl die paar 100.000 Pflegekräfte, die Sie uns vorhin angekündigt haben, die wir brauchen, herkommen können. Ja, China ist ein Land, das in einem Ausmaß älter wird, das wir uns hier gar nicht vorstellen können. Denn die Ein-Kind-Politik, die in Deutschland seit ein paar Jahrzehnten relativ freiwillig erfolgt, ist in China Standard. Und auch da steigt der Lebensstandard und führt dazu, dass immer mehr Menschen alt werden. Und das führt dazu, dass immer mehr Menschen alt werden, pflegebedürftig werden und keine Kinder haben, die sie versorgen. Und nicht ein bereits so gut ausgebautes Netz an stationären und ambulanten Angeboten, wie wir es hier haben. Also wenn man über Anwerbung aus dem Ausland spricht, muss man zum Teil auch noch ein bisschen weiter nachdenken, als nur mit dieser Frage, beachte ich diese WHO-Liste. Haushaltshilfen hatte ich vorhin angesprochen, gibt seit über 10 Jahren die Möglichkeit, diese Arbeitskräfte, die in einem Haushalt mit Pflegebedarf, mit einem pflegebedürftigen Leben anzuwerben. Derzeit gibt es allerdings keinerlei Absprache mit einem Nicht-EU-Land, die das ermöglicht. Die Absprachen, die es dazu gab, waren immer nur mit EU-Ländern, die zu Beginn ihrer Karriere sozusagen noch keine EU-Länder waren, aber seit 2004 Polen, seit 2007 Bulgarien und Rumänien, und das waren die zwei letzten Länder, wo es diese Absprachen gab. Das heißt, ich kann im Moment legal aus einem Nicht-EU-Staat niemanden in meinem Haushalt beschäftigen. Es gibt auch Möglichkeiten, Auszubildende in Deutschland auszubilden.
Dafür kann man auch eine entsprechende Arbeitserlaubnis erhalten. Hier muss aber noch bedacht werden, dass gerade im Pflegebereich die Ausbildung häufig in einer schulischen Ausbildung stattfindet. Und dafür sieht das Ausländerrecht im Moment noch vor, dass eine dass die Aufenthaltserlaubnis nur in Ausnahmefällen erteilt werden soll. Also wenn man tatsächlich mehr Ausbildung von Ausländern und Ausländerinnen in Deutschland haben möchte, müsste man hier auch nochmal nachbessern. Zumindest für den Bereich, der eben nicht im dualen System ausgebildet wird. Also, wenn ich jetzt gesagt habe, es gibt ja Möglichkeiten, gerade für Fachkräfte, alles kein Problem, wunderbar, natürlich nicht wunderbar, warum kommen tatsächlich doch noch relativ wenig? Die Berufsanerkennung und der Spracherwerb ist und bleibt ein Problem. Das Berufsbild Pflegefachkraft ist in verschiedenen Ländern eben einfach unterschiedlich. Und es ist nicht etwa so, dass überall die Anforderungen so sind, dass die Pflegefachkräfte hier nicht anerkannt werden können, weil sie nicht qualitätsvoll genug ausgebildet sind. Wir haben es teilweise auch andersrum. Eine spanische Pflegefachkraft hält unsere Fachkräfte für Hilfskräfte und möchte sich nicht erst eine Berufsanerkennung mit auch Zeit und Energie besorgen, um dann danach eine Arbeit zu tun, die in ihren Augen, ich sage es jetzt brutal, unter ihrer Würde als Fachkraft ist. Also Berufsanerkennung, nicht nur die formale Anerkennung, sondern auch die Frage, was verbirgt sich hinter Pflegearbeit, was auch vorhin angesprochen wurde, auch ein Mix an Tätigkeiten, was sind Fachkräfte, wie fühlt man sich, wie fühlt Frau sich als Fachkraft? Und das andere große Thema natürlich Spracherwerb, und der Spracherwerb vor oder nach der Einreise ist ein Problem. Vor der Einreise ist das Problem, es muss ein relativ hohes Niveau erreicht werden, um eine Berufsanerkennung zu kriegen. Nach meinem Kenntnisstand in fast allen Bundesländern B2, das heißt, Sie müssen eigenständig Gespräche führen können. Ich persönlich finde das richtig, denn es ist ein Berufsfeld, in dem viel gesprochen wird, und zwar nicht nur mit den Pflegebedürftigen, sondern auch mit den Kollegen und Kolleginnen und den Vorgesetzten und den Familienangehörigen. Und wenn man dann teilweise hört, ah ja, da ist doch dann eine Fachkraft mit deutschen Sprachkenntnissen als Ansprechpartner da, mit der muss ich ja auch erstmal kommunizieren können. Und die kann auch nicht immer mit eben, zum Beispiel in Gespräch mit Angehörigen und. Also der Spracherwerb ist eine berechtigte Anforderung, muss aber irgendwie geleistet werden. Vor der Einreise schwierig, also ich persönlich bin nicht sehr sprachbegabt. Ich glaube, ich könnte B2 in keiner Sprache dieser Welt vom Ausland aus erlernen, sondern ich müsste dann schon eine Weile dort leben. Wovon leben Sie denn in der Zeit, wo Sie die Sprache lernen? Als angestellte Hilfskraft, so passiert es in der Praxis häufig, dann haben Sie keine Zeit mehr viel zu lernen. Also auch Spracherwerb nach der Einreise, wie er teilweise gefordert wird, ist nicht so einfach, und ohne die entsprechenden Sprachkenntnisse gibt es diese Berufsanerkennung nicht. Und das spricht sich rum, und das ist ein ganz großer Vorteil natürlich der Länder, die auch Pflegekräfte brauchen und in denen Englisch gesprochen wird. Englisch lernen haben viele Leute schon gelernt, bevor sie sich überlegt haben, ins Ausland zu gehen, um dort zu pflegen, Deutsch meistens nicht. Ein weiteres Problem bei Nicht-EU-Bürgern, Familienzusammenführung, wir haben es vorhin gehört, es sind vor allen Dingen Frauen. Frauen haben doch weltweit gesehen häufig noch Familie und Kinder. Diese dürfen sie aber nicht ohne weiteres mitnehmen, wenn sie hier in Deutschland pflegen, sondern brauchen dafür wieder extra eine ausländerrechtliche Erlaubnis. Und diese bekommen sie nur, wenn der Lebensunterhalt gesichert ist, und zwar für die pflegende Ausländerin, die jetzt vielleicht als Hilfskraft hierher kommt, um erst nochmal die Deutschkenntnisse entsprechend zu erwerben, weil vorher kann sie ja auch noch nicht als Fachkraft beschäftigt werden. Was macht sie in der Zeit mit den Kindern? Weil deren Lebensunterhalt kann sie nicht sichern von dem Einkommen einer Pflegehilfskraft. Also Familienplanung, Lebensunterhaltssicherung, ganz schwierig. Unsere Fachkräftestrategie ist wenig auf Frauen mit Kindern eingestellt, wie das Arbeitsleben insgesamt. Man könnte dann vielleicht sagen, okay, da macht man eben ausländerrechtlich was und verzichtet zumindest auf die Lebensunterhaltssicherung.
und fehlende Informationen. Also ich habe jetzt mal in diesem Make it in Germany in Vorbereitung dieser Tagung versucht rauszukriegen, ob ich als bosnische Altenpflegerin hier arbeiten dürfte. Es ist mir nicht gelungen. Jetzt spreche ich muttersprachlich Deutsch, ich bilde mir ein, nicht schlecht. Ich habe ein Studium als Volljuristin hinter mir. Es ist mir nicht gelungen. Jetzt machen Sie das mal mit B2, wenn Sie das schon haben. Also schlicht fehlende Informationen, wenn man wirklich aktiv werben will, dann muss man mehrsprachige Informationen zur Verfügung stellen und muss eben ja, einfach mehr und besser informieren. Einige Ideen, Make it in Germany, die momentan gerade im Pflegebereich ausprobiert werden, versuchen durchaus auf die erkannten Probleme einzugehen. Es soll zwischenstaatliche Vereinbarungen geben, beziehungsweise es gibt die schon und diese werden begleitet mit dem sogenannten Triple Win Migrationsprogramm. Das heißt, die einwandernden Pflegekräfte werden nicht völlig allein gelassen, sondern werden entsprechend eben auch bei der Integration, beim Spracherwerb, bei der Suche nach Sprachkursen etc. etc. unterstützt. Das gibt es im Moment mit Tunesien, Serbien, Philippinen, Kroatien, Bosnien-Herzegowina. Und geplant ist entsprechende Abkommen mit Marokko und Indien. Das sind aber natürlich auch als Vereinbarung und Programme mit einer entsprechenden Begleitung keine Möglichkeiten, die Zuwanderung von mehreren hunderttausend Personen, wenn ich nur die Lücke sehe, zu bewerkstelligen. Dann bräuchten wir ja auch noch entsprechend mehr Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, Sprachlehrer etc., die das entsprechend begleiten. Also diese zwischenstaatlichen Vereinbarungen sind spannend, aber sicherlich keine Massenlösung. Und wir reden hier von einem Massenproblem. Das Gleiche gilt für Pilotprojekte wie zum Beispiel dem in China. 150 Chinesinnen, selbst wenn es im nächsten Jahr 1500 wären, wie gesagt, die Zahlen sprechen ja eigentlich für sich. Ausbildungsprogramme gibt es mit Tunesien, Vietnam und auch wieder China. Hätte den Vorteil, dass man eben tatsächlich erstens passgenau die Ausbildung hat, während der Ausbildung sicherlich die Sprachkompetenzen bis zur Prüfung so sind, dass sowohl die Prüfung wie eben auch die Sprachprüfung zu bewerkstelligen ist. Da haben wir dann neben der Frage, welche Aufenthaltserlaubnis und noch eine andere Problematik. Es gibt in Deutschland gar nicht so viele Ausbildungsplätze, wie wir bräuchten. Weil nicht alle Bundesländer entsprechend Ausbildungsplätze vorhalten. Und wenn Sie das Pech haben, in einem der Bundesländer die Ausbildung zu machen, wo Sie auch noch Schulgeld bezahlen müssen, dann sichern Sie damit jetzt dann auch nochmal parallel Ihren Lebensunterhalt. Also da passt auch was nicht so ganz zusammen. Wenn man Ausbildung in Deutschland ernst nimmt, muss man hier auf jeden Fall noch nachbessern. Machen wir es mit EU-Bürgern. Haben wir ein paar Probleme weniger. EU-Bürger, keine Einwanderungskontrolle, Freizügigkeit. Jeder EU-Bürger darf überall in der Europäischen Union zu den gleichen Bedingungen arbeiten wie Einheimische. Kleine Ausnahme Kroatien. Aber daran wird es jetzt nicht scheitern, die EU ist groß. Es sind die allgemeinen rechtlichen und praktischen Rahmenbedingungen zu beachten, zu denen dann eben wieder das leidige Problem mit der Berufsanerkennung, wenn es um Fachkräfte geht, gehört, und der Spracherwerb. Also theoretisch ist die Anwerbung möglich, praktisch hat sie bestimmte rechtliche Hürden und praktisch hat sie natürlich auch noch die ganz andere Fragestellung. Ich hatte das vorher mit der Überalterung in China angesprochen. Auch die Staaten der Europäischen Union stehen mehrheitlich in der gleichen Situation wie Deutschland, nämlich einen zunehmenden Anteil von älteren und pflegebedürftigen Menschen. Manche Staaten haben schon einen höheren Anteil als wir. Manche steuern auf ähnliche Zahlen zu. Nur ganz wenige EU-Staaten haben kein Problem, den Pflegebedarf, den es in ihren Ländern gibt, selbst zu stillen, können also theoretisch auch ohne WHO-Liste Pflegekräfte nicht ohne weiteres abnehmen. Kann man nichts machen, Freizügigkeit heißt, jeder darf,
auch auswandern, um woanders bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen etc. zu suchen. Es ist aber eben einfach erkennbar, auch da ist überhaupt das Erwerbspersonenpotenzial ebenso rückläufig wie bei uns. Ich muss schneller reden. Und auch hier haben wir Probleme. Sprache habe ich anerkannt, Berufsanerkennung habe ich angesprochen, Informationsmangel. Ich weiß nicht, ob hier jemand von der ZAV heute zufälligerweise da ist. Ich habe am 25. Februar eine Information der ZAV zur Beschäftigung von kroatischen Pflegekräften gelesen, in der steht, dass sie ein Visum brauchen und über ihre Familienzusammenführung die Ausländerbehörde entscheidet. Letzten Sommer war was. Kroatien ist Teil der Europäischen Union. Also wenn Informationen der offiziell für Anwerbung zuständigen Stelle derart veraltet sind, kann auch der Weg nicht wirklich funktionieren. Beschäftigung von EU-Bürgerinnen, also die clevere Lösung, ich habe schon ein bisschen was dazu gesagt, nein, Haushaltshilfen, ist das dann die clevere Lösung, 24-Stunden-Pflege, die meisten Menschen möchten sowieso zu Hause gepflegt werden. Wir haben einen offiziellen Vorrang der häuslichen Pflege, passt also alles wunderbar zusammen, aber wir brauchen keine Qualifikation, das muss noch nicht schlimm sein, wir haben keine Qualitätskontrolle. Wir haben keine Kontrolle der Arbeitsbedingungen und das führt dazu, ich habe die Zahl vorhin erwähnt, davon sind 98% Schwarzarbeit. Ich habe das mal hochgerechnet mit diesen geschätzten Zahlen und den angemeldeten Zahlen. Und passend zu dem Film, den wir eingangs gesehen haben, eine Rundum-die-Uhr-Betreuung ist immer zu 100% illegal, weil kein Mensch in Deutschland rund um die Uhr arbeiten darf und auch nicht halb rund um die Uhr, sondern 8 Stunden am Tag, in Ausnahmefällen 10 Stunden am Tag. Dann muss es aber irgendwann ausgeglichen werden und zwar nicht, indem ich unbezahlten Heimaturlaub gebe, sondern natürlich bezahlt. Also zu suggerieren, dass es eine legale Möglichkeit gibt, da werden wir nachher sicherlich noch drüber diskutieren, jemanden billig rund um die Uhr, wirklich rund um die Uhr zu versorgen, ist der Arbeitskraft gegenüber illegal, weil es gegen Arbeitsschutz verstößt. Und ich würde sagen, den Betroffenen, den Pflegebedürftigen gegenüber einfach unseriös, weil etwas suggeriert wird, was nicht machbar ist. Rund um die Uhr betreut geht nur, wenn ich in meiner Familie lebe, das gibt es ja nach wie vor, oder in einer entsprechend stationären Einrichtung. Habe ich noch eine perfekte Lösung im Petto? Nein. Natürlich die selbstständige EU-Bürgerin, kennen wir auch, Gewerbe anmelden, Abgaben abführen, Qualitätsstandards beachten, aber das geht nicht, wenn Sie tatsächlich eben eine rund um die Uhr Betreuung suchen und darum geht es meistens, weil Sie dann sofort in der Scheinselbstständigkeit drin sind. Und wer das österreichische Modell kennt und sagt, wieso geht bei uns nicht, was in Österreich geht, in Österreich haben die Regeln zur Scheinselbstständigkeit geändert. In Österreich darf man auch selbstständig sein, anders als hier, wenn man nur einen einzigen Auftraggeber hat und von diesem abhängig ist. Das ist bei uns eben nicht so. Und wer das so haben möchte wie in Österreich, der soll das deutlich sagen, dass er damit eben auch die Regelungen zur selbstständigen Arbeit in Deutschland verändern möchte. Gewinner und Verlierer gibt es in solchen Diskussionen immer. Wir werden sicherlich gerade über Verlierer, ich bin jetzt wirklich praktisch fertig, habe ich schon angesprochen, Fachkräftemangel, familiäre Probleme. Wenn ich die Familie eben nicht mitnehmen kann, Stichworte kennen Sie, Euroweisen, wie halte ich über Grenzen hinweg Bindungen aufrecht? Was kann Zuwanderung leisten? Sie kann den Zuwandernden individuelle Chancen bieten, sich zu verändern, sich zu verbessern, Geld zu verdienen, Arbeit zu finden, sich zu entwickeln. Sie kann in bestimmten Situationen zu einer gewissen Linderung des Fachkräftebedarfs beitragen. Und in einem bin ich mit Ihnen völlig einig, den Pflegenotstand beseitigen kann Zuwanderung nicht. Da sind die schieren Zahlen vor. Und hier mache ich nochmal ganz kurz Werbung.